Namaste, es ist an der Zeit für ein neues Begrüßungsvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde sagen, mittlerweile sind es sogar schon über 108 Mantras mit Akkorden für Harmonium und oder Ukulele, die ich dir hier kostenfrei zur Verfügung stelle. Du weißt natürlich schon, wenn du das alles ordentlich in einem PDF haben möchtest, mit Links direkt zum Video, mit den Texten, wo kommen die Akkorde über die Worte, dann hast du meine E-Books 108 Mantras, 49 für Anfänger, wo das alles nochmal aufgeschlossen ist mit den Fingersätzen und welcher Finger auf welcher Taste liegt. Super, super wichtig, dass es schön klingt. Habe ich schon sehr vielen Menschen mitgeholfen. Ist auch in den Harmonium-Workshops immer so der Schlüsselmoment. Dann poste ich dir alles sozusagen hier neben das Video, damit du die Links sofort findest. Und ja, es sind neue Videos dazugekommen. Und zwar sind Videos dazugekommen zu Mantra-Yoga-Klassen. Und diese Mantra-Yoga-Klassen habe ich zumeist in meiner Ausbildung gegeben, Mantra-Yoga-Lehrer. Und das sind wirklich Klassen, die gefüllt sind mit Informationen, in denen du unglaublich viel lernen kannst. Es gibt Videos, in denen ich die Mantras nochmal etwas genauer erkläre. Es gibt Videos, wo wir ein bisschen unsere Stimme aufwärmen, also es mehr ums Mantra singen geht. Und davon gibt es jetzt auch schon einige neue auf dem Kanal. Und das Allertollste ist, ich bin gerade in der Vorbereitung für die Mantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung online, denn ich habe die letzten Jahre so viel Hybrid unterrichtet, dass ich das ganze Material gesammelt habe und eine mega, mega Mantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung für dich zusammengestellt habe, mit Videos, die du nicht hier auf dem Kanal findest, nicht öffentlich, logischerweise. Und wenn du dich dafür interessierst, kannst du mir gerne in den Kommentaren schreiben. Dann freue ich mich schon mal auf die ersten Anwärter sozusagen. Es wird nicht mehr lange dauern und dann werde ich die Mantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung online hier auch veröffentlichen. Und dann kannst du tief in Alice Radas wunderbare Welt der Mantras einsteigen. Vor allen Dingen, wenn du Yoga-Lehrerin bist und es in deinem Unterricht integrieren möchtest, bekommst du massig Material und wirst endlich diese ganze Götterwelt, die mystischen Geschichten, woher kommen die Namen der Asanas, wann wende ich welches Mantra wie richtig an, das wirst du dann erfahren. Freue ich mich unglaublich drauf. Ansonsten viel Spaß, stöbe auf dem Kanal rum. Ich habe ein paar Playlists erstellt, um es alles so ein bisschen zu vereinfachen. Die findest du auf der Startseite und ich wünsche dir viel Vergnügen.